Hallo und herzlich willkommen. Ich grüße dich. Mein Name ist Thomas Klein von Klein Marketing, Experte für die Neukundengewinnung B2B in der IT-Branche, mitunter auch explizit für Softwareentwickler, teilweise im High-End-Bereich, SAP-Produkte, Webshops, App-Entwicklung, eine ganze Variation von Kunden, die ich in meiner Vergangenheit erfolgreich mit Neukunden bedienen durfte. Ja, ich sitze hier im Homeoffice, auch unter anderem bedingt durch die aktuelle Situation. Die Welt befindet sich im Lockdown und so auch München. Ja, der Coronavirus. Und im Zuge dessen auch diese kurze Präsentation. Und ich möchte heute mal als Thema voranstellen und gleich vorweg diejenigen, die mutigen Unternehmer, die Chance versus Risiken richtig abwägen und sagen, ich setze den Fokus auf die Chancen, auf die Möglichkeiten, die mir jetzt diese Krise bieten. Und ich setze den Fokus nicht auf die Risiken, die diese Krise mit sich oder die negativen Aspekte, ja, der wird letztendlich auch als Gewinner aus dieser Krise hervorgehen. Davon bin ich extremst überzeugt, denn so funktioniert es mit jedes Mal, in jeder Krise hat es bis jetzt so funktioniert. Dass immer diejenigen, die mutig waren, wussten, wo sie genau jetzt investieren und weiter vorangegangen sind und sich nicht eingeigelt haben und Budgets, alles Mögliche zurückgestellt haben. Diejenigen sind durch die Krisen immer stärker geworden. Das war bei der Finanzkrise so 2008, das war bei der 2001 so, ja, bei der Dotcom-Blase, bei jeder Krise, bei allen kleineren Krisen, die wir hatten, ja, 2010 bis 12 sowas, die Euro sozusagen Krise in Anführungsstrichen, Griechenland-Krise, egal welche Krise, ja. Ja, und heute in dieser Präsentation möchte ich mal kurz die fünf Dinge besprechen mit dir, die ich als Softwareentwickler, und ich weiß, von was ich spreche, ich habe damals Softwareentwicklung in der Praxis erlernen dürfen bei Lehman Brothers. Ja, Lehman Brothers gibt es mittlerweile nicht mehr. Die mussten leider dran glauben. Sozusagen ein bisschen als Sündenbock, aber das ist ein völlig anderes Thema. Ist auch schon eine Weile her. Wir reden hier vom 2000. Ja, das ist jetzt genau 20 Jahre her, wo ich das damals erlernt habe, Java-Programmierung. Aber jetzt möchte ich hier mal mich auf die fünf Dinge konzentrieren und fokussieren, die ich in der aktuellen Situation als Softwareentwickler tun würde. Wenn ich hier in München sitze, ganz explizit auch, um stärker wieder aus dieser Krise hervorzukommen. Ich würde mich fragen und ich würde mich darauf konzentrieren, wie kann ich mehr Aufmerksamkeit und Interesse in dem aktuellen Umfeld, in meinem Markt, in meiner Zielgruppe erzeugen? Erstens. Zweitens. Würde ich mir fragen, was muss ich tun, um mehr Neukunden zu gewinnen, insbesondere im aktuellen Umfeld? Und drittens, mehr Geschäft und Umsatz zu generieren. Dann letztendlich mit diesen Kunden die weiter auszubauen und vielleicht gerade in einer Zeit, wo alle anderen zurückstecken, mir hier Vorteile herauszuarbeiten. Tja, wenn ich jetzt Softwareentwickler, wenn ich jetzt ein Softwareentwicklerhaus hätte, egal wie groß, wenn es auch nur ein kleines Startup wäre oder ja, nur eine 2, 3, 4, 5-Mann-Firma oder schon ein bisschen größer, 10, 12 bis 50 Leute. Ja, wenn ich Entwicklerteams hätte in Osteuropa, viele haben das, ja. Egal in welcher Situation du dich gerade befindest, egal in welcher Größenordnung, ich würde aktuell mir einen Spezialisten für Neukundengewinnung in exakt meiner Branche, Nische, Produkt, Dienstleistung, sei es App-Entwicklung, sei es
Webshop-Entwicklung, Webplattformen, ja, die werden derzeit sehr stark entwickelt. Projekte, die bereits laufen, werden weitergeführt, werden nicht gestoppt. Ja, genauso ist es mit Mobil-App-Entwicklung weiterhin sehr stark im Boom kommen, vielleicht sogar jetzt mehr denn je und noch viele andere Themen. Ja, die jetzt sozusagen teilweise sogar noch mal einen Push bekommen, ja. Und ich würde mir hier einen Spezialisten suchen, der mit mir gemeinsam eine Strategie ausarbeitet, um hier langfristig weiterhin erfolgreich und Neukunden zu gewinnen. Ich würde mir zweitens einen Experten suchen, der mir dabei hilft, Prozesse, sei es, wenn ich jetzt schon vorhandene Vertriebsprozesse habe, in vielen kleineren Unternehmen weiß ich sehr wohl, der meiste Vertrieb machen die Inhaber und die Geschäftsführer nach wie vor. Ja. Ich will meinen Partner suchen, einen Experten, der mir meine Prozesse, mich dabei unterstützt, Vertriebsprozesse zu verschlanken, zu optimieren, mich zu unterstützen, weiter auszuweiten, zu verstärken, um letztendlich eine konstante Zahl von Interessenten und potenziellen Neukunden auf lange Sicht hin zu garantieren. Wenn man es richtig macht, sind Neukunden, potenzielle Neukunden, Interessenten, ist eine Pipeline garantiert. Ich würde mir drittens einen Zielgruppenbesitzpartner suchen, der mir beim Aufbau einer Pipeline randvoll mit potenziellen Neukunden enorm weiterhelfen kann. Ich würde mir jemanden suchen, der bereits Kontakte hat, die richtigen Kontakte hat, in genau meiner spezifischen Zielgruppe bezüglich Nische, Branche, Produktdienstleistung, die ich anbiete. Ja, du magst vielleicht gewisse Webshops entwickeln für ja, Unternehmen, die maximal eine gewisse Summe ausgeben wollen. Wie zum Beispiel, es gibt eine ganze Menge Unternehmen da draußen, Mittelständler, die unbedingt eine Webplattform jetzt mehr denn je benötigen, aber eben nicht mehr Budget haben. Ja, die eben kein sechsstelliges Budget haben, zum Beispiel. Ja, dafür explizit gibt es bestimmt Softwarehäuser, die sich zum Beispiel auf Open Source Webshops spezialisiert haben, ne? Die einfach von der Lizenz her nicht so teuer sind. Ja, die auch wieder gewisse Nachteile haben, aber ich würde mir hier eben Leute suchen, die einen Partner suchen, der bereits diese Zielgruppen besitzt. Ja, sozusagen ein Shortcut. Ja, da wo ich jetzt nicht wieder von grüne Wiese habe, wo ich hier von vorn anfangen muss. Ja, erstmal 2, 3 Monate investieren muss, um überhaupt mal die ersten Resultate zu erzielen. Ne? Vielleicht schon nach ein paar Wochen. Und ich würde mir viertens mir einen Partner suchen, der Erfahrung darin hat, Online- sowie Offline-Marketing-Maßnahmen mit einem Vertriebsprozessen, also mit einem internen Vertriebsprozessen, so zu verknüpfen, dass meine Reichweite einfach weiter ausgebaut wird. Ja, kosteneffektiv. Und gleichzeitig einige dieser Prozesse auch zumindest teilweise automatisieren. Ja. Ich durfte in letzter Zeit auch eine ganze Menge kleinere Softwareentwickler kennenlernen, die da so gut wie noch gar nichts machen in der Richtung. Ja, weder Social Media noch halbautomatische Marketing Prozesse. Ja, teilweise noch gar nicht noch nicht mal ein CRM haben. Gar nichts. Wenn du es von vornherein strukturiert aufsetzt, wird sich das mittel- bis langfristig, wird sich das im Nachhinein, wird sich das für dich lohnen. Unbedingt aufpassen. Ja, fünftens würde ich die aktuelle Krise, wie ich schon eingangs gesagt habe, nutzen, als Chance sehen, um Vollgas zu geben, meine neuen Kundengewinnung nicht nur umzusetzen, sondern weiter auszubauen, zu forcieren, mich vielleicht nochmal zu fokussieren, welche Kunden will ich,
Ich will zahlungskräftige Kunden, ja. Ich will Kunden, die ebenso getrieben sind, ja, erfolgsgetrieben, sozusagen die das gleiche Mindset verfolgen, ja, die was erreichen wollen, die nicht diese Aufschieberitis haben, ja, ja wir machen ja eine Web-Applications, hatten wir schon länger mal vor, aber ja, letztes Quartal gab es kein Budget dafür. Das Budget, das Quartal davor war auch schon kein Budget und das Quartal davor war auch schon kein Budget. Ja, und ja, nächstes Quartal machen wir es dann. Ne? Sondern die richtigen Kunden finden, die sagen, okay, nur wer ins Handeln kommt, nur wer tut, der darf dann später auch die Früchte ernten. Und gerade jetzt, wo einige aufs Bremspedal, ja, drücken, sollten sich diejenigen, die ein bisschen mutiger sind, genau diese Frage stellen. Will alle anderen sozusagen sich ein bisschen zurückziehen und Schritte rückwärts gehen? Wäre es dann nicht genau der richtige Zeitpunkt, Schritte weiter vorwärts zu gehen? Ja. Energischer denn je. Eine sehr wichtige Frage. Also wenn du hier einigermaßen, am besten ist natürlich, du findest jemanden, Spezialisten, Partner, Experten, der alle 5 Punkte sozusagen mit sich bringt. Ne? Das wäre natürlich ideal für dich. Da erhöht sich die Wahrscheinlichkeit enorm, ja, dass es eine erfolgreiche Zusammenarbeit werden wird. Wenn du jetzt Lust hast, dich mal unverbindlich mit mir kurz zu unterhalten oder mit einem meiner Mitarbeiter, dann klick einfach mal hier unten auf den Link und wir vereinbaren ein unverbindliches Telefonat. Das muss gar nicht lange sein, das kann auch nur 15, 20 Minuten dauern, zumindest das erste Telefonat. Und man sieht sehr, sehr schnell, ob hier eine Gegenseitigkeit, gegenseitige Sympathie, gegenseitige Common Ground, ja, also ob wir sozusagen auf einer Linie sind, ob unser Mindset sich vereinen lässt, sozusagen, ob wir das Gleiche wollen. Und dann freue ich mich einfach auf ein Telefonat. Ja, klick einfach hier unten den Link und dann entweder schick mir eine E-Mail, trag dich in das Formular ein oder telefonier mich einfach an. Ja, also die Telefonnummer ist dann auch auf meiner Webseite und ja, dann würde ich mich freuen, wenn wir zusammenkommen und falls wir nicht zusammenkommen, abschließend nochmal den Mutigen, diejenigen, die jetzt mutig sind. Und die sich jetzt nochmal fokussieren auf das, was sie erreichen wollen in den nächsten 2, 3, 4, 5 Jahren mit ihrem Business, die werden im Nachhinein werden die belohnt werden. Na, das ist genauso wie an der Börse, wenn du sagst, naja, ich wollte eigentlich schon immer mal die Google-Aktie kaufen, weil Google ist ein Top-Unternehmen, letztendlich hat ein absolutes Monopol, was Suchmaschinen betrifft. Na, es gibt eigentlich nur noch Google. Und jetzt ist ja aber 30% gefallen, die Aktie. Und jetzt bin ich mir nicht ganz sicher mehr, ob ich die noch kaufen möchte. Ja, vom Unternehmen her hat sich nicht viel geändert. Und wer jetzt mutig ist und die Google-Aktie kauft, wenn sie mal um die Hälfte gefallen ist, der wird ja, mittel- bis langfristig mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit sehr belohnt werden. Ja, es ist letztendlich das gleiche Prinzip. Dann würde es mich freuen, wenn wir uns telefonieren. Bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Klein. Und wenn wir uns nicht hören am Telefon, wünsche ich dir auf jeden Fall viel Gesundheit und weiterhin viel Erfolg. Bis dahin, tschüss, dein Thomas Klein.